Eine Zahnkrone, auch bekannt als Zahnkappe, wird verwendet, um einen beschadigten oder geschwatzten Zahn zu schälen, viertelziehen und wiederherzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Zahnkronen, die je nach Bedarf und Präferenz des Patienten ausgewählt werden können. In diesem Video werden wir die verschiedenen Arten von Zahnkronen genauer betrachten und ihre Vor- und Nachteile diskutieren. 1. Metallkronen. Metallkronen sind eine der alten Formen von Zahnkronen und werden oft aus Goldlegierungen hergestellt. Diese Kronen sind sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Zerbrechen und Abnutzung. Metallkronen erfordern weniger Zahnschmelzentfernung als andere Kronentypen und sind daher eine beliebte Wahl für Patienten, die eine langfristige Lassung suchen. Der Hauptnachteil von Metallkronen ist ihr auffälliges Aussehen. Viele Patienten bevorzugen ästhetischere Kronen, die besser zu ihren naturnatürlichen Zähnen passen. Darüber hinaus können Metallkronen eine allergische Reaktion bei einigen Patienten auslösen, was ihre Verwendung einschränken kann. 2. Porzellankronen. Porzellankronen sind eine beliebte Wahl für Patienten, die eine naturnatürlichere Ästhetik wünschen. Diese Kronen werden individuell gefertigt und passen sich perfekt an die Form und Farbe der naturnatürlichen Zähne an. Porzellankronen sind langlebig und widerstandsfähig gegen Flecken und Abnutzung. Der einzige Nachteil von Porzellankronen ist ihre geringere Festigkeit im Vergleich zu Metallkronen. Sie können brechen oder absplittern, wenn sie starkem Druck ausgesetzt sind. Aus diesem Grund sind Porzellankronen möglicherweise nicht die beste Wahl für Patienten, die ihre Zähne zum Kauen von harten Lebensmitteln verwenden. 3. Zirkonoxidkronen. Zirkonoxidkronen sind eine moderne Alternative zu Metall- und Porzellankronen. Diese Kronen werden aus einem starken und lichtdurchlässigen Material hergestellt, das eine naturnatürliche Ästhetik und hohe Festigkeit bietet. Zirkonoxidkronen sind weniger wahrscheinlich zu brechen oder zu splittern und halten jahrelang. Ein weiterer Vorteil von Zirkonoxidkronen ist, dass sie keine metallischen Inhaltsstoffe enthalten und somit keine allergischen Reaktionen hervorrufen. Diese Kronen sind auch biokompatibel und werden von den meisten Patienten gut vertragen. 4. Komposite Kronen. Komposite Kronen bestehen aus einem zahnfarbenen Kunststoffmaterial, das direkt auf den beschadigten Zahn aufgetragen und geformt wird. Diese Kronen sind kostengar ein Viertel-STG und können in einer einzigen Sitzung vom Zahnarzt angebracht werden. Komposite Kronen bieten eine gute Ästhetik und können leicht repariert oder angepasst werden. Der Hauptnachteil von Komposite Kronen ist ihre geringere Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Kronentypen. Sie können leicht brechen oder sich verfärben, wenn sie starkem Druck oder Zigarettenrauch ausgesetzt sind. Komposite Kronen sind daher eher für temporäre Lasungen oder Frontsanie geeignet. 5. Vollkeramikkronen. Vollkeramikkronen sind ähnlich wie Porzellankronen, bestehen jedoch aus einem einzigen Ca1/4 cm Keramikmaterial ohne Metallunterstruktur. Diese Kronen bieten eine naturnatürliche Ästhetik und hohe Festigkeit, die mit Zirkonoxidkronen vergleichbar ist. Vollkeramikkronen sind widerstandsfähig gegen Abnutzung und Flecken und halten viele Jahre lang. Der Hauptnachteil von Vollkeramikkronen ist ihr höherer Preis im Vergleich zu anderen Kronentypen. Sie können auch schwieriger anzupassen sein und erfordern möglicherweise mehrere Sitzungen beim Zahnarzt. Trotzdem sind Vollkeramikkronen eine beliebte Wahl für Patienten, die eine hochwertige und langlebige Lassung suchen. Insgesamt gibt es viele verschiedene Arten von Zahnkronen, die je nach Bedarf und Präferenz des Patienten ausgewählt werden können. Metallkronen sind langlebig und widerstandsfähig, aber ästhetisch nicht ansprechend. Porzellankronen bieten eine naturnatürlichere Ästhetik, sind jedoch weniger stabil. Zirkonoxidkronen sind eine gute Kombination aus Ästhetik und Festigkeit, während komposite Kronen eine kostengar ein Viertel-instige Lassung für temporäre Probleme sind. Vollkeramikkronen sind aber erst langlebig und ästhetisch, aber auch teurer. Bevor Sie sich für eine Art von Zahnkrone entscheiden, ist es wichtig, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen und Ihre Optionen zu besprechen.
Ihr Zahnarzt kann Ihre individuellen BDA-1/4-Löffnisse bewerten und Ihnen dabei helfen, die beste Lassung FA-1/4 Ihrer Zahngesundheit zu finden. Egal FA-1/4 welche Art von Zahnkrone Sie sich entscheiden, eine gute Mundhygiene und regelmäßige Zahnarztbesuche sind entscheidend, um Ihre Krone jahrelang zu erhalten.